Herr Zander, ich fange mal bei Ihnen an. Sie sind durch Ihre Arbeit seit mehr als 30 Jahren als Experte in der Energiewirtschaft tätig und haben damit auch maßgeblich die Entwicklungen im Bereich der Liberalisierung der Energiewirtschaft mitgeprägt und ja, auch die deutsche Energiewende, würde ich sagen, massiv unterstützt, wenn das so richtig ist. Aber ich würde das jetzt mal so behaupten wollen, nach allem, was ich gesehen und gelesen habe. Wir reden ja hierzulande immer sehr gerne die Dinge dann auch irgendwie ja, bei Veränderungsvorhaben so etwas schlecht und sagen, die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen fehlen und deshalb ändert sich eigentlich wenig. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Scheitert die Energiewende wie politisch gewollt und wenn ja, was sind denn die Gründe? Ja, was sind die Gründe? Ein paar sind hier schon genannt worden. Natürlich, man zweifelt an dem politischen Willen sozusagen, immer einen Schuldigen bei der politischen Klasse sozusagen zu suchen. Das ist uns zu kurz gesprungen. Die Gegenfrage ist eigentlich, warum haben wir die Regeln noch nicht? Das ist der Punkt. Wir haben ja durch diese Transformation die Situation, dass wir nicht mehr in die Vorlesungen vom Professor Edwin, wo ich es gelernt habe, lernen können, wie funktioniert so ein Energiesystem. Das stimmt dann auch so und so kann man das tatsächlich fragen, sondern wir haben eine Zukunft, die ist unbekannt. Wir haben zwar ein paar Eckpunkte, wir haben hier ein paar Zahlen genannt, wie könnte das aussehen, das ist aber nur der eine Teil, also die komplette Seite der Lasten fehlt, dass wir jetzt E-Mobilität haben, dass wir Wärmepumpen haben, werden wir einen Speicher haben, also jede Menge auch sogenannter flexibler Lasten, die werden das System komplett umkehren. Das heißt, wir werden eine Wertschöpfung, die im Moment auf so ein paar tausend oder ein paar hundert Standorte im Wesentlichen konzentriert ist, die werden auf Millionen von Standorten sich verteilen. Das System wird ganz anders funktionieren. Das wird dadurch, das ist ziemlich klar, sagen alle, schön digitalisiert, aber was heißt das? Wie operationalisieren wir sowas? Um sowas zu machen, müssen wir eine Vorstellung haben, wie so ein System aussehen könnte, wie es auch die Bandbreite ist, wie es aussehen könnte. Und wir müssten dann eine Kultur und eine Struktur haben, die Regeln dafür neu zu finden. Also erstmal zu fragen, wo wollen wir hin? Wie funktioniert das Zusammenspiel? Neue Akteure, neue Technologien und das in einer unbundelten Welt. Das haben Sie gesagt, Liberalisierung hat uns ja dazu gebracht, dass wir nur noch in unterschiedlichen Marktrollen denken. Und das hat auch dazu geführt, dass man gar nicht... Man darf nicht miteinander reden, weil man ja sonst nicht unbundling-konform ist und gegen die Marktregeln verstößt, aber man versteht auch gar nicht mehr, was der andere macht. Das heißt, wir haben einfach das Problem, dass wir in der Denkstruktur und auch in den Handlungsstrukturen der politischen Entscheidungsträger, und dazu gehört auch die Branche, wieder eine Gesamtsystemsicht einnehmen müssen und dann auch eine Kultur haben, erst nach Lösungen zu suchen. Wenn wir die Lösungen haben, dann können wir die Regeln schnell aufschreiben. Ich möchte eine Nachfrage noch stellen, die gerade viel diskutierte CO2-Steuer, auch gestern Abend wieder im Fernsehen hitzig zu erleben zwischen den Spitzenkandidaten der hier zur Europäischen Kommission. Welche Rolle spielt denn die, um die Energiewende voranzutreiben? Also man braucht ja Anreizsysteme. Es wurde eben gesagt, man muss bestimmte Entscheidungen treffen. Wir haben sozusagen Fördersysteme vorher ins Spiel gebracht. Man braucht aber einfach Geschäftsmodelle, die auch funktionieren, die erstmal so funktionieren, dass auch das Energiegleichgewicht im System, das brauche ich den Elektrotechnikern hier nicht näher zu erläutern, auch stabil bleibt, dass die Drähte nicht durchglühen, dass aber auch letztendlich das ökonomisch und von der Abwicklung her funktioniert. Da haben wir ein Problem dabei und da führen diese Umlagen dazu, dass so völlig falsche Anreize setzen. Also man optimiert quasi auf die Klemme. Also man schaut, dass man möglichst wenig Energie aus dem System nimmt. Tatsächlich müssen wir unser Gesamtsystem ins Gleichgewicht bringen. Das heißt, da ist diese derzeitige EEG-Umlage sehr, sehr schädlich. Auch die Netzentgelte sind da sehr, sehr schädlich, setzen völlig falsche Anreize. Industrielle Flexibilität kommt nicht in die Netze. Das ist ein Punkt, der weniger gemacht wird. Und da wird immer so gesagt, wir müssen CO2 besteuern. Das ist klar, ist alles richtig, richtigen Anreize. Aber sie müssen das auch so machen, dass den tätigen Menschen hier die richtigen Signale gesetzt werden. Da ist das völlig kontraproduktiv. Kommt immer in unseren Studien ein Satz rein, haben wir nicht untersucht hier drin, aber da, weil ihr es nicht hören wollt, schreibe ich es rein. Diese Umlagen, die auf die Stromentnahmen letztendlich abzielen, sind für extrem schädlich. Herr Hinz, dann Dankeschön Ihnen. Herr Hinz, schauen wir mal auf die Signale, die der VDE setzen kann. Sie sind ja als Verband, setzen Sie die nationalen, internationalen, technisch verbindlichen Handlungsrahmen für die Energieversorgung. Ich frage mich, warum diskutieren wir eigentlich das ganze Thema noch so deutsche Energiewende? Ja? Warum reden wir über die deutsche Energiewende? Wie ist es beim VDE? Welche Impulse können Sie setzen aus Ihrer Perspektive? Ja, die Frage stelle ich mir auch. Also warum diskutieren wir es eigentlich deutsch? Die Energiewende
weiß nicht, mit, ja, jetzt sind wir da. Also ich wiederhole es nochmal, die Frage stelle ich mir auf, warum diskutieren wir es deutsch? Wir haben sehr schön auch an den plakativen Bildern gesehen, die Energiewende in sich, die Problematik der nachhaltigen Systeme, der Technologien ist ja nicht auf das kleine Land Deutschland begrenzbar, sondern wir reden hier über ein globales Problem. Und das ist, wenn ich mit meiner 80-jährigen Mutter darüber rede, die jetzt nicht wie ich Systemregeltechniker ist, aber doch noch ein messerscharfes, Gott sei Dank, messerscharfes Gehirn sagt, die sagt einfach, das eigentliche Problem ist, und ich bin ja jetzt doch ein paar Jahre älter als du, ist Betroffenheit. Und die Betroffenheit ist international in den Köpfen und Sie haben das sehr schön, ich bin fast zu 100% bei Ihren Ausführungen, sehr schön dargestellt. Wir reden im Endeffekt über eine Betroffenheit, über die dann auch Konsens da sein muss. Und Konsens ist, und da kommen wir zum VDE, letztendlich eine Moderation des Diskurses, um nachher zu einer konsensualen Übereinstimmung zu kommen. Und da sind wir momentan, das gilt nicht nur für die Energieseite, das gilt auch für andere Technologien, sind wir in der Situation, dass wir einen fundamentalen Wandel haben. Früher war im Grunde genommen die Währung, Wissen zu horten. Und heute ist die Währung im Endeffekt, Wissen zu verteilen und zu bewerten. Und was heißt das? Und da sind wir letztendlich unterwegs, zu vernetzen. Und Sie haben eben von Sektorkopplung gesprochen. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig, weil da sind Sie immer noch in einer Dimension unterwegs. Das ist nicht kritisch betrachtet, sondern einfach nur eine Erklärung, nämlich im Energielayer. Sektorkopplung. Aber da sind noch ein paar andere Dimensionen, nämlich die Dimension der Kommunikationsnetzwerke, Thema Netzregelung etc. pp. Und die Mobilität oder die Lebensinfrastruktur. Und da sind wir unterwegs. Da hat sowohl die DKE selber vor 2 bis 3 Jahren, das haben Sie alle verfolgen können, als auch der VDE sich querschnittlich aufgestellt, also nicht mehr in den klassischen Marktsegmenten Energie, Industrie etc. pp., sondern mit den Querschnittsthemen. Und aus dieser querschnittlichen Position versuchen wir moderierend den Diskurs in einen Konsens zu überführen. Wie geht man denn mit der Vielzahl der nicht nur technischen Anforderungen, sondern auch der Komplexität der Themen um? Wie ist man da noch der Moderator? Wie hält man da das Heft in der Hand? Naja, wie viele Stunden haben wir Zeit? Also jetzt, das ist meine Art, heute solche Fragen zu stellen, die Zeit kosten. Ich weiß nicht, ob Kybernetiker unter Ihnen sind, also Systemtheoretiker unter Ihnen sind. Und so in den 50er Jahren, runzeln Sie nicht die Stirn, ist das Ashby'sche Gesetz erfunden worden. Und das sagt, im Grunde genommen transformiert in die heutige Zeit, wenn wir komplexe, hochdynamische Problemsysteme haben, kann man die nur mindestens durch gleich komplexe und dynamische Lösungssysteme einer Lösung zuführen. Im Optimalfall ist die Dimension etwas höher. Was heißt das aber? Das heißt letztlich in der Arbeit, ich kann nur aufrufen, komplexer zu denken und komplexer zu lösen, in Netzwerken zu denken, um letztendlich die einzelnen Dimensionen zu überspringen. Das heißt aber, weg aus der Silo-Denke, in eine Querschnittlichkeitsdenke einfach mal loszulassen. Das ist so der menschliche Aspekt. Gilt übrigens auch für das Mindset in einem Großteil der Bevölkerung noch. Dusch mich, aber mach mich bitte nicht nass. Herr Wendt, ich bitte Sie jetzt nicht nur um die Kommentierung dessen, sondern würde auch gerne natürlich wissen, inwieweit die DKE natürlich das Gelingen oder das Scheitern der Energiewende mit beeinflussen kann aus Ihrer Sicht. Und noch eine Nachfrage, was sind aus Ihrer Sicht die größten Baustellen? Ja, ich glaube, die DKE, und ich bin überzeugt davon, die DKE oder stellvertretend die für die gesamte Normung, die Normung, die wir brauchen, kann eine ganz große Rolle oder spielt eine ganz zentrale und wichtige Rolle für die Energiewende, wenn man das mal so pauschal als die Aufgaben, die vor denen wir da stehen, als bezeichnen kann. Das ist ja nicht nur die Energiewende, es geht ja auch darum, wir brauchen auch eine Mobilitätswende, wenn wir uns den Herausforderungen stellen wollen. Wir brauchen viele andere Veränderungen, die eingeleitet werden müssen. Wir reden aber im Ganzen, und das kam, glaube ich, jetzt schon öfter mal hier hoch, über ein komplett vernetztes System, ein sehr leider komplexes System, was sich aber im Wesentlichen auch daraus auszeichnet, dass wir viele Schnittstellen haben und dass wir einen enormen Kommunikationsbedarf haben zwischen einzelnen Teilnehmern in diesem System, Datenaustausch haben zwischen den Teilnehmern. Und das kann alles nur funktionieren, wenn Standards existieren, wenn Vereinbarungen darüber existieren, wie diese Schnittstellen ausgeprägt sind, wie der Datenaustausch laufen soll, wie das Ganze zusammengeführt werden soll. Und das ist eine Leistung, die Normung und Standardisierung bringt. Alle Normungs- und Standardisierungsorganisationen und natürlich die DKE dann auch für den elektrotechnischen Part an der Stelle. Also da sind wir uns der Verantwortung sehr wohl bewusst als Normungscommunity und wir werden uns der auch definitiv stellen. Große Herausforderung,
Ja, das war gerade ganz schön eine Vorlage, die ja Hinz gesagt hat, dass wir haben ein extrem komplexes System und ich glaube eben nicht unbedingt, dass wir dieses komplexe System nur durch noch mehr Komplexität im Lösungsansatz knacken können. Mir hat heute Morgen der Beitrag zum Thema Microgrids sehr schön gefallen, also dezentrale Systeme, auch ein Stück einfach mal machen und dann natürlich für eine intelligente Vernetzung dieser dezentralen Systeme wieder sorgen. Aber ich glaube, wir brauchen auch ein Stück die dezentralen Ansätze, das Herausnehmen von Komplexität aus dem gesamten System. Und das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung. Und die andere ist ja auch schon angesprochen worden, das ist die Akzeptanz dafür schaffen. Also meiner Meinung nach haben wir definitiv kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem in dem gesamten Umfeld. Und das ist weniger ein technisches Umsetzungsproblem. Natürlich große Herausforderung, aber ehrlich, da glaube ich dran, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Das findet sich. Und da sitzen Ingenieure dran, die haben keinen größeren Ehrgeiz, als diese Lösungen zu finden. Das wird funktionieren technisch. Aber wir müssen das auch gesellschaftlich letztendlich umgesetzt kriegen. Und wir haben einen großen gesellschaftlichen Konsens, das ist so, glaube ich wirklich. Jeder sagt, ja, wir brauchen die Wende, wir müssen was tun. Und wenn es dann ans eigene Handeln geht und ans eigene Tun, dann ist es dann doch wieder ein bisschen anders. So das alte St. Florians Prinzip schlägt da durch. Und leider, muss ich wirklich sagen, lassen sich dann die Politiker auch gerne mitziehen davon. Und dann kommt es immer wieder zu eher populistisch getriebenen Entscheidungen. Also dieses Denken dann doch in Legislaturperioden. Und vorhin kam Klang ist ja an, der Bürgermeister, der wiedergewählt werden will, das können Sie ja durch alle Ebenen durchziehen der Politik, führt dazu, dass wir nicht unbedingt wirklich Nachhaltigkeit in der Rahmensetzung haben. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Wir brauchen ein gesellschaftlich, politisches und technisches Framing, um diese Aufgabe anzugehen. Das Umsetzungsthema, Herr Stadler, haben wir heute Morgen auch schon mal diskutiert, die Experimentierfreudigkeit der Amerikaner. Ich würde von Ihnen gerne noch mal wissen, die neuen Player, die ja in den Markt oder die neuen Plattformunternehmen, so nenne ich es mal, die GAFAs der Welt, also die Googles, Apples, Facebook dieser Welt, die ja nun in ganz vielen Bereichen eine ganz neue Rolle übernehmen. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel, Volkswagen kooperiert jetzt im Bereich der Vernetzung mit Amazon, also bisher ungeahnte Kooperationen. Welche Rolle werden denn diese GAFAs aus Ihrer Sicht jetzt für die Energiewende in Deutschland spielen oder können sie potenziell spielen? Also, weite Frage. Ich sage jetzt mal weltweit, also ich bin jetzt nicht der Experte in Deutschland, aber aus meiner Sicht sind das Vorreiter, die wirklich den Markt bewegen. Ich weiß jetzt nicht, ob dann Google oder alle diese Kooperationen wirklich erfolgreich sein werden, aber sie setzen ein Signal. Und wir haben das heute schon einmal gehört, zum Beispiel Google und Nest hat den ganzen Markt eigentlich aufgemischt und hat dadurch einfach Trends gesetzt, die so nicht gekommen wären. Das Gleiche ist zum Beispiel mit Tesla. Man kann jetzt zu Tesla stehen, wie man will, und man kann also diese Ideen alle als Hirngespinst ansehen, aber Tesla ist verantwortlich, dass die deutschen Autobauer auf diesen Zug aufspringen. Ja? Ob Tesla überleben wird, ist ein anderes Thema. Aber ohne Tesla würde ich kein Elektroauto fahren, weil es nicht geben würde, wie es derzeit in den USA zum Beispiel gibt. Also wir brauchen diese Vorreiter einfach, um etwas zu bewegen. Und das passiert einfach in den USA, also in Kalifornien speziell ist das ja gut, weil es seit langem Ressourcenknappheit gibt. In Deutschland oder in Europa diskutieren wir eigentlich über ein abstraktes Problem. Es gibt den Klimawandel, aber am Ende des Tages, ja, es ist 20, 30 Jahre in der Zukunft. Wenn Sie in Kalifornien wohnen, dann haben Sie jedes Jahr das Problem, dass Sie Wasserknappheit haben, dass Sie Energieknappheit haben und dass das ein reales Problem ist. Und wenn ich heute in San Diego wohne, dass ich 50 Cent für die Kilowattstunde bezahle, wo sich einfach eine Tesla Powerwall oder eine Photovoltaikanlage automatisch rechnet. Und dadurch habe ich einfach ein abstraktes Problem zu einem realen Problem gemacht. Und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Treiber. Und wir spüren es einfach noch nicht in Europa, diese Probleme. Und wenn diese Probleme kommen, werden sie die auch natürlich lösen, aus meiner Sicht. Also die Akzeptanz oder der Druck aus der Bevölkerung am Ende der Straße auch. Ne? Herr Schumann, damit bin ich bei Ihnen. Sie beschäftigen sich unter anderem mit Mobilitätskonzepten und Smart City Lösungen und engagieren sich auch in wirtschafts- und politiknahen Gremien. Mal aus Ihrer Sicht, inwieweit beschleunigt denn der Druck, der durch dieses genau geschilderte Verbraucherverhalten, veränderte Verbraucherverhalten kommt, die Energiewende? Also durch neue Mobilitätskonzepte, durch eben in der Tat ne, den digitalen Verbraucher, der eben einfach andere Erwartungen heutzutage hat. Ich glaube, wir unterschätzen den Verbraucher an der Stelle noch. Wir sehen diese Bewegungen, Fridays for Future haben wir schon erwähnt, die jungen Generationen kommen, drängen und wollen was bewegen. Und wir haben selbst dabei auch noch einen Effekt dabei, die sind extrem schnell in der Vernetzung mittlerweile.
Und zwar nicht nur in Deutschland. Die vernetzt sich im Zweifelsfall global. Und wir glauben, also ich glaube ganz fest dran, wir werden hier noch ganz anderen Druck erleben. Das, was wir momentan sehen, das ist nur so ein laues Vorgeplänkel. Das ist ein laues Lüftchen. Und am Ende des Tages, wir haben alle, wie wir hier sitzen, alle, wir haben es verstanden. Hier im Bauch ist das schon längst angekommen. Wir müssen was tun. Die Message, die jetzt so klar, wie bei Ihnen jetzt gezeigt wird, ja, die haben wir alle verinnerlicht. So, aber und diese Betroffenheit, das voll geht total, ja. Die Betroffenheit, die werden wir sehen, die wird ausgelöst werden durch digitale Medien und Vernetzung. Und der Druck, der dabei entstehen wird, und da rede ich noch gar nicht mal von den ganzen Flüchtlingen, die irgendwann kommen werden, weil es uns noch gut geht, sondern wirklich von diesem Druck, der da entstehen wird. Und ich glaube, wir werden sehen, dass da eine völlig andere Bewegung reinkommt, das ist meine Erwartung, die, und jetzt bin ich bei Ihnen, Technik. Hey, hier sitzen so viele klasse Ingenieure, die können das, die können alles, ja. Wir werden diesen Mindset verändern müssen und das kommt durch diesen äußeren Druck und wir werden dort eine Dynamik erleben, das können wir uns alle heute noch gar nicht vorstellen. Das ist meine Erwartung. Mhm. Herr Mühlhaus, welche Rolle spielen die Medien in der Bewegung? Etablierte Medien und neue soziale, beides meine ich. Also ich, was ich erlebe, ist, die neuen sozialen Medien, die spielen wahrscheinlich die entscheidende Rolle. Ich glaube, die klassischen Medien spielen merkwürdiges Spiel. Das ist auch populistisch, was da teilweise passiert. Also wenn ich da unser Leitmedium Spiegel anschaue, da muss ich als Fachmann sagen, das lese ich schon gar nicht mehr an der Stelle. Zu dem Thema kenne ich mich aus, denke ich mir, das ist uninteressant. Da wird irgendwas gemacht, aber nichts fachlich Richtiges. Die sozialen Medien sind hochinteressant. Ich erlebe das mit einer 17-jährigen Tochter, wenn ich es mal so sagen darf, die dabei Telegram und wie das alles heißt, irgendwie sich in Windeseile vernetzt und Fridays for Futures organisiert in München. Und die dann im Italienurlaub sagt, ich fahre übrigens nach Rom, weil Greta ist da. Und dann zack, fährt sie nach Rom und so. Also das ist so schnell. Und die hat mich gefragt, also um das auch mal zu sagen, sie hat mich gefragt, du Papa, kennst du irgendjemanden, der schon mal eine Demonstration angemeldet hat? Da dachte ich mir, kenne ich jemanden? Ja, habe ich schon gemacht. Ja. Und dann habe ich so angefangen zu erklären und habe gesagt, ja, schau, da musst du das. Und dann gehst du da zum Amt und dann hat sie irgendwie nach 2 Minuten gesagt, ja, Papa, so, passt schon. Ja. Und hat derweil schon über ihr Telegram schon die Infos gehabt und der andere ist quasi hat den Antrag schon geschrieben, genau. Online. Ja. Ich glaube, die sozialen Medien vernetzen die Welt und werden den Mindset machen. Und ich glaube aber auch, dass die Menschen vor Ort den Druck machen und die wollen die Veränderung. Und das wird noch massiv. Und vergessen Sie nicht die wirtschaftliche Problematik, also meinen großen grünen Kreis. Wie lösen wir das denn? Ne? Das ist, glaube ich, Diskussion. Mhm. Aber, Herr Schumann hat mir versprochen, dass es hier heute kontrovers ist. Also Herr Schumann, ich freue mich drauf. Darf ich noch einen Satz ergänzen? Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das kommt auch in diesen Studien, in Diskussionen immer mehr raus, den Menschen, wir haben ja relativ viel Vermögen momentan in der Welt. Und die sind bereit, das Geld auch ein Stück weit auszugeben für bessere Umwelt, für was auch immer. Also das Geld ist nicht der limitierende Faktor an vielen Stellen momentan. Allokationsprobleme zwischen Arm und Reich, haben wir heute Morgen auch gehört, das ist sicherlich ein Problem. Aber jetzt, wenn ich hier rundfragen würde und sage, wir schmeißen 5 € in den Pott, wir machen bessere Umwelt, ja, und alle sagen, 5 € Geld machen wir es alle zusammen und wir sagen ja, dann haben wir solche Bewegungen, die da ganz schnell entstehen werden. Und ich glaube, die jungen Leute, die haben unheimlich gut verstanden, wie man diese Dynamik greifen kann. Und wenn jetzt noch ein paar kommen und das noch viel bewusster machen, dann werden wir alle unseren Spaß haben dabei. Reden wir mal noch von einer anderen Gruppe. Jungen Gründern, Entrepreneuren. Ja? Also alles das, was an smarten, jungen Ideen da draußen im Markt im Moment ist, ja, wovon wir alle ja, nicht nur manchmal nur reden, sondern eben auch manchmal denken, Mensch, das ist ein toller Ansatz. Welche Rolle spielen denn die für die Energiewende, Herr Zander? Ja, also wir waren das ja selber vor 30 Jahren, etwas skurrilen Weg, den wir genommen haben, sozusagen von der TH, der Kaderschmiede sozusagen weg in die Energiewirtschaft und waren da so mehr eine Außenseiterrolle. Ja, die Start-ups brauchen die Rahmenbedingungen, denn es wurde hier so gesagt, da kommt der Druck auf, das Gefühl da drauf, aber der rheinische Spruch, hätten einmal Jote Young, das ist nicht so garantiert. Wir müssen sehen, dass wir denen natürlich auch die Rahmenbedingungen geben, dass diese Geschäftsmodelle funktionieren. Die Kreativität ist da, also das ist, sehe ich jetzt selber wieder, bin ja jetzt seit einem Vierteljahr sozusagen aus der Geschäftsführung der BET raus und wieder in den Projekten drin und sehe, dass jetzt auch eine neue Generation reinkommt. Das macht unheimlich viel Spaß, auch mit den jungen Kollegen zu arbeiten, die jetzt bei uns sind, die auch von der Uni kommen und aus unterschiedlichen Professionen oder auch Startups, mit denen wir zusammenarbeiten. Daran wird es nicht scheitern, sondern an dem Willen, das Ganze vernünftig anzupacken und zu organisieren. Mhm. Herr Hinz, ich gebe das mal weiter an Sie. Wie geht man als VDE mit sowas um?
Das ist ja nun auch vieles, vieles Unbekannte, vieles Neue, vieles ja, sicherlich auch Fördernswerte, aber auch Bunte. Gut, jetzt sind wir natürlich nicht, weil es en vogue ist, sondern Sie haben die Begriffe genannt, weil Kreativität, und ich rede jetzt mal nicht von Innovation, weil Innovation ist ein unternehmerisches Handeln, Kreativität in der Geschwindigkeit, wie wir es in der Infrastruktur brauchen, letztendlich die Start-up-Kultur, egal ob wir jetzt in San Francisco unterwegs sind oder in Berlin oder in anderen Regionen der Welt, ist natürlich ein bedeutendes Element. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Macht uns ja allen irgendwie Spaß, ne? Also mit Startups zu beschäftigen, und da kommt so, wenn man den ganzen Tag an seinem Schreibtisch sitzt, da kommt so ein bisschen Gründerkultur auf. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, ein bisschen selbstkritisch, fassen wir gerade an die eigene Nase. Wir haben doch eine Aufgabe zu erledigen. Und die Aufgabe ist viel, viel größer, viel wichtiger und zeitkritischer, als die sie auch die noch so große skalierbare Masse an Startups lösen könnte. So, also bin ich an der Stelle, ohne jetzt Miesmuschel zu sein, für eine saubere Ausgewogenheit, auf der einen Seite das natürlich zu tun und nicht zu lassen, auf der anderen Seite aber uns wirklich mit den Dingen massiv Kraft unserer Ingenieurskunst, Kraft unserer hoffentlichen Überzeugungsfähigkeit zu beschäftigen und Dinge nach vorne zu treiben. Und das geht im Endeffekt nur unter den Perspektiven, die Sie eben auch eher sehr schön aufgezeigt haben. Die technologische Basis, mache ich mir keine Sorgen darüber. Regulatorische Hürden, das sind künstlich aufgebaute Hürden. Wir müssen partizipative Geschäftsmodelle haben, etc. Und wir müssen im Endeffekt das Mindset ändern. Ein Element davon ist die Kreativität und der jugendliche Leichtsinn in Startups. Dann kommen wir mal zu dem jugendlichen Leichtsinn von Weltmarktführern, so nenne ich sie mal. Ihre Sicht als Industrievertreter, Herr Wendt. Inwieweit spielen denn hier auch kreative, radikal neue Lösungen hier eine Rolle in der Industrie, um die Energiewende voranzutreiben? Ich denke jetzt hier an Gebäudetechnik und. Da stecken natürlich Riesenchancen drin. Einmal sicherlich in Lösungen, wo man sich schrittweise weiterentwickelt, aber auch wirklich mal der Ansatz, ganz neue Technologien einzusetzen. Gebäudetechnik, da ist ein Riesenpotenzial heute, was noch völlig ungenutzt ist durch Digitalisierung, durch die Bereitstellung von Informationen, um Gebäude wirklich wirtschaftlicher betreiben zu können, besser ausnutzen zu können. Und es ist für mich immer wieder faszinierend, wenn man sich das anguckt, wenn man ein Industriegebäude heute vernünftig designt beim Bau des Gebäudes. Man muss sich eins mal vorstellen, die größten Kosten, 80% der Lebenszykluskosten eines Industriegebäudes entstehen nicht beim Bau, sondern letztendlich im Betrieb des Gebäudes. Und die kann ich beeinflussen durch ein intelligentes Gebäudemanagement. Da muss ich aber den Grundstein am Anfang dafür legen. Wenn man das tut, die Informationen grundsätzlich erstmal bereitstellt, um sie dann später zu nutzen, dann kann man Unmengen von interessanten Modellen darauf aufsetzen, neue Lösungen darauf aufsetzen, auf diese digitale Infrastruktur und massive Einsparungen letztendlich betreiben. Ich sage mal ganz gerne, was bietet eben das Thema der IoT-Plattformen, über die wir heute reden, dass man die Themen nicht vordenken muss, sondern man kann sie durch Nachdenken letztendlich lösen. Ich schaffe erstmal am Anfang eine Infrastruktur, die mir alle Informationen zur Verfügung stellt, ob ich sie nutze heute oder nicht. Und dann kann ich später Geschäftsmodelle darauf aufbauen, Lösungsmodelle darauf aufsetzen, die dann diese Infrastruktur optimal betreiben. Und das machen wir heute mit Gebäuden zunehmend. Und das sind riesige Potenziale, die da sind. Ganz anderer Ansatz. Ganz anderes Thema, DC-Lösungen im Mittelspannungsbereich, um es mal technisch kurz darzustellen, die Renaissance des Gleichstroms. Eigentlich wirklich fantastische Möglichkeiten. 70% der Energie in der Industrie wird über Antriebe, über Motoren, wenn Sie so wollen, verbraucht. Da kann man enorme Einsparpotenziale durch intelligente Antriebe erreichen. Die werden alle über einen Zwischenkreis mit Gleichstrom versorgt. Das wird heute in der Regel immer noch durch große Umsetzer, Wechselstrom, Gleichstrom und dann die entsprechende Antriebstaktung durchgeführt. Und durch Zusammenführung in einem Gleichstromnetz lassen sich große Mengen an Energie einsparen. Es lässt sich auch Energie zurückgewinnen. Bewegungsenergie, die zurückgespeist wird, das Thema der Rekuperation, wie wir es beim Auto auch haben, wo beim Bremsen die Energie in die Batterie zurückgespeist wird, lässt sich in der Industrie nutzen. Man muss diesen Schritt machen. Der ist nicht einfach. Und auch da leistet die DKE Vorarbeit. Wir haben vor 2 Jahren eine Roadmap rausgegeben, Gleichstrom, Gleichspannungsnutzung im Niederspannungsnetzen. Und die wird jetzt gerade wieder erweitert. Auch das ist natürlich ein komplexer systemischer Ansatz. Aber mal wirklich etwas disruptiv angehen. An der Stelle.
Herr Schumann, Sie beraten Unternehmen in der digitalen Transformation, also eben im Finden oder Umsetzen von solchen disruptiven Ansätzen auch teilweise. Wenn es um dezentrale Energieversorgung, Smart Grids und eben die Konzeption und die Realisierung von Interoperabilität geht, da geht es ja ganz klassisch um Zusammenarbeit. Ne? Wie bewegt man denn klassische Industrie, klassische Unternehmen dazu, da ganz anders zu denken, plötzlich in Plattformen zu denken, sich dort zu öffnen? Was begegnet Ihnen da in Ihrer täglichen Arbeit? Wir sind hier unter uns, Sie können alles erzählen. Das ist relativ simpel. Ich verrate jetzt die tiefsten Firmengeheimnisse, aber es ist eigentlich relativ simpel. Wir machen einfach ganz häufig nichts anderes, als einen radikalen Perspektivwechsel vornehmen. Wir bringen die Menschen, die immer nur geradeaus in Energie denken, sag jetzt mal, den setzt man gegen jemanden gegenüber, der einfach was ganz anderes denkt, aus einer völlig anderen Welt kommt, der mit Energie überhaupt nichts nachvollziehen kann. Und der denkt völlig anders, da sind völlig andere Denkmuster, die dahinter stecken. Und wenn man diese Menschen zusammenbringt und die vernetzt aus diesem Perspektivwechsel raus, dann kommt genau der Teil der Kreativität zustande, dass jemand sagt, oh, habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Ist aber schräg, aber könnte man mal drüber nachdenken. Weil es ist nicht so, dass ich in der Tasche die fertigen Modelle habe. Wenn es so einfach wäre, hätte man das alles schon längst auf den Markt gebracht und verkauft und wären steinreich und wären alle. Ist es aber nicht. Wo kommen die neuen Ideen her? Wo kommen diese kreativen Ansätze her? Eben dadurch, dass man Perspektivwechsel einnimmt. Und das ist auch meiner Ansicht nach genau der Trigger, um dieses Mindset am Ende zu erreichen. Wir sind, und ich habe das auch heute in dem einen oder anderen Panel mitgekommen, sehr, sehr stark Energie-Strom-minded. Wenn Sie das Wort Energie in den Ring werfen und da sitzt ein Chemiker, der diskutiert völlig anders mit Ihnen, aber völlig. Ja? Und das sind genau dann die Perspektiven, wo man auf einmal sagt, Moment mal, wenn der ja recht hat und wenn das wirklich so sein, wenn das... Und dann kommt man in genau diesen Modus des Nachdenkens. Und da ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Mhm. Und daraus entstehen dann kreative neue Modelle. Mhm. So, und das muss man dann am Ende machen. Also bleibt halt noch. Da schaue ich mal in Ihre Richtung, Herr Zander. Perspektivwechsel, ist das eigentlich auch was für die politische Ebene? Wir hatten ja eben das Thema, das Umsetzungsproblem, was auch Herr Wendt genannt hat. Sie messen den Grad der Digitalisierung für die Bundesregierung. Da frage ich mich, wie viel Umsetzung ist das? Heißt das, wir haben noch so viel Nachholbedarf, dass wir erst mal messen, bevor wir anfangen, was zu tun? Wie geht das bei? Also das Projekt hat ja mehrere Teile. Einer ist dieser Gradmesser, Barometer, Digitalisierung, das federführend auch von Ernst & Young bearbeitet wird. Aber da waren wir natürlich auch beteiligt, wo wir einfach schlicht und ergreifend ein Spiegelbild hinhalten. Was habt ihr schon erreicht und wie viel fehlt da noch? Das war sehr ernüchternd. Wir haben aber auch die Ursachen dahinter untersucht. Und da war ja das Thema dabei, es fehlt das Projektmanagement. Hm. Aber das Projektmanagement ist ja nur ein anderer Ausdruck dafür, dass man eben unterschiedlich Sichtweisen zusammenbringen muss. Wir haben es hier ja mit dieser Akteursvielfalt zu tun. Immer wenn Sie an einem Teil des Systems anpacken, ändern Sie an allen Elementen dieses Systems etwas. Da müssen Sie letztendlich die Akteurssicht viel stärker einnehmen. Und das ist nichts anderes als ein Perspektivwechsel. Und daran mangelt es in diesem ganzen Prozess, was ich eben schon gesagt habe. Das ist ein Hauptergebnis dabei. Dem unterlagert in dem Projekt sind noch drei Top-Themen dabei, wo es um Geschäftsmodelle geht, die Smart Grids und die TK-Infrastruktur. Da sehen wir das dann im praktischen Beispiel. Also ich persönlich habe mich da in dem Thema Integration flexible Lasten mit beschäftigt und wir haben sehr früh da eine Akteurssicht reingenommen und Komplexität aus dem System herausgenommen. Entdeckt, man muss es etwas komplexer machen, weil mit den jetzigen Instrumenten kommen wir nicht hin, aber bitte nur so viel Komplexität wie unbedingt nötig und wo es auch was bringt. Alles diese Sichtweise und dann schauen, was heißt das für die Endkunden, was heißt das für die Händler, was heißt das für die Netzbetreiber und so weiter. Diese Sicht einzunehmen, das ist leider nicht gang und gäbe. Ne? Also das ist in dem Beispiel hier klar ein Spiegel vorgehalten, das wäre die eigentliche Aufgabe der Bundesregierung oder der Politik und der zugehörigen Branchen und Vertreter, die da angegliedert sind, sowas zu organisieren, den Perspektivwechsel über die einzelnen Rollen hinweg. Das ist immer wieder das Gleiche. Ja, woran liegt's? Lineare, hierarchische Strukturen in allen Organisationen. Wir nehmen jetzt gleich auch einen Perspektivwechsel vor, Herr Stadler. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, nur meine Damen und Herren, schon mal zur Vorbereitung. Danach sind Sie dran. Ein paar Fragen hätten wir noch, die wir gerne aus dem Publikum nehmen würden. Herr Stadler. Perspektivwechsel. Wir haben jetzt eine politische Perspektive diskutiert. Wir haben gehört, was technisch alles machbar ist. Ich möchte nochmal auf die wirtschaftliche Komponente kommen. Sie sehen Kalifornien, Sie sehen Österreich. Man hat ja ganz oft den Eindruck, hierzulande wird weniger die technische Machbarkeit ist das Problem, als es wird ewig diskutiert, wer hat was vom Kuchen und wie ist die Verteilung. Wie sehen Sie das und was können wir tun?
Es geht genau um diesen Kuchen, nämlich am Ende des Tages muss ich Investoren überzeugen, in diese Technologien zu investieren. Und wir haben diese Diskussion in den USA, wo Investoren Anlagequellen suchen und die überlegen sich, ob sie jetzt in Gebäude, hunderte, tausende Gebäude investieren und diese smartfähig machen, dezentralisieren. Und wir haben einfach nicht diese Planungsprozesse im Griff, um für den Investoren einfach die Planbarkeit zu geben. Und das ist genau das, was wir machen. Wir versuchen wirklich, ein Produkt zu entwickeln, das in Minuten abgewickelt werden kann. Und es kann nicht sein, dass ein Smart Grid oder ein Microgrid-Projekt eine halbe Million kostet, nur für eine konzeptionelle Studie. Das muss eigentlich in Minuten über Datenbanken, APIs konzeptioniert werden, dass man sich herausstellt, ob das überhaupt grundsätzlich einen Sinn macht oder nicht. Und wenn das einen Sinn macht, dann kann man tiefer gehen. Aber wir haben einfach das Problem, dass wir Investoren nicht überzeugen können, in diese Technologien zu investieren. Das heißt, es geht am Ende des Tages wirklich um das Geld, das man damit machen kann, weil man nur so wirklich den großen Markt bedienen kann. Vielen Dank. Jetzt schaue ich mal ins Publikum. Haben wir Fragen? Doch, hier, der Herr in der zweiten Reihe, bitte. Wenn Sie vielleicht kurz aufstehen und sich vorstellen. Ja, Peter Kellnung, mein Name. Ich habe das mit der CO2-Steuer nicht ganz verstanden. Wir haben nämlich gerade gehört, wir brauchen wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das muss sich rechnen alles. Bei 50 Cent rechnet sich das in Kalifornien allemal. Und warum funktioniert die CO2-Steuer dann nicht? Das habe ich eben nicht verstanden. Da würde ich gerne noch mal... Also sie würde ja funktionieren, man müsste halt machen, ne? Aber im Moment die EEG-Umlage, die sozusagen das Pendant ist, man müsste die EEG-Umlage zurückschmelzen und dafür eine CO2-Steuer einführen, sodass es auch, sag mal, neutral ist für die Belastung der Bürger, kommt dazu gewissen Umverteilungseffekte. Das würde funktionieren und hätte den Effekt, dass eben dieser Anreiz nur auf die eigene Klemme zu optimieren, was jedes digitale, komplexere Geschäftsmodell und anspruchsvollere Geschäftsmodell kaputt macht, der wäre weg. Also es hätte positive Wirkung. Ist nur ein Nebeneffekt, der nicht so oft gesehen wird. Ne? Wir haben hier Herrn Thies. Ja. Vielen Dank. Bezogen auf die Energiewende eine Anmerkung vielleicht erstmal. Wir leiden daran, dass unsere Stromversorgung zu gut funktioniert. Mhm. Wenn die öfter zusammenbrechen würde, hätten wir viel mehr Photovoltaikanlagen. Dann müsste man allerdings auch, und das ist die Richtung der Politik, die Regeln ändern. Wenn ich eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher habe, dann muss ich für den Strom, der von der Photovoltaikanlage in die Batterie geht, Mehrwertsteuer bezahlen. Und wenn die wieder zurückgeht, muss ich wieder Mehrwertsteuer bezahlen. Das ist doch nicht sinnvoll. Das ist doch totaler Blödsinn. So, und wenn dieser Blödsinn auf politischer Ebene nicht geändert wird, dann wird sich da nicht viel tun. Die andere Frage ist für mich, und an Herrn Hinz die Frage, wir sind ja hier im VDE Frankfurt. Wir haben ja viele Bezirksvereine und viele Mitglieder. Wie kriegen wir es hin, dass dieser Geist, der von hier aus jetzt gestartet ist, an unsere einzelnen Mitglieder kriegen? Dass die mitmachen und vor Ort genau das erzählen, was wir uns hier in Offenbach erzählt haben. Das ist eine gute Frage. Wir sind ja dann sozusagen, Sie als neuer Repräsentant auch mit dem Seitenwechsel in einem Bezirksverein im Bergischen Land aktiver Gesprächspartner an der Stelle. Drückt das mal medizinisch oder physiotherapeutisch aus, das geht nur über stetiges Einmassieren. Überzeugen, die richtigen Argumente zu haben, sich der Probleme bewusst sein, das Thema Betroffenheit nochmal, Betroffenheit schaffen und dann stetiges Einmassieren, weil solange der persönliche Betroffenheitslevel nicht ausreichend ist, geht es nur über diese, ich sag mal, unterstützende Gesundheitsmaßnahme, das entsprechend umzusetzen. Es ist das Thema Kommunikation, Bewusstseinmachung und immer wieder auf den Tisch bringen, solange wir nicht an einem Frontend hängen, und da gibt es ja, das wissen Sie selber mindestens genauso gut wie ich, genug Regionen auf unserem Erdball, die schon an einem Frontend enden, wo die persönliche Betroffenheit da ist, die nämlich die Basisbedürfnisse nicht mehr erfüllen können. Das ist halt in unserem, Sie haben es schön gesagt, in unserem noch sehr, sehr luxuriösen Umfeld, in dem wir uns bewegen, noch nicht gegeben, also Kommunikation. Zwei Fragen haben wir noch, wir machen das hier lagergerecht. So, ja, bitteschön. Ja, ich habe noch mal eine Frage, Gunnar Kessel ist mein Name, an den Herrn aus München. Also diese Aussage, wir brauchen 200 Gigawatt PV und 200 Gigawatt in den wesentlichen Wind, die trage ich voll und ganz. Allerdings ist das nur für den Stromsektor. Wir haben doch, darf man nicht vergessen, rund 13 Exajoule Primärenergie. Das sind 3600 Terawattstunden Primärenergie. Und selbst wenn wir das auf 50% runterschmelzen in den nächsten 30 Jahren, was echt anstrengend wäre,
sind das dann also noch 1800 Terawattstunden. Also 200 Gigawatt plus 200 Gigawatt, das ist eine Mindestforderung. Und jetzt meine Frage an Sie, warum ist es in Berlin so schwer, diesen Dreisatz, dass wir mit 2 bis 3 Gigawatt Wind und Solar pro Jahr da noch nicht mal hinkommen, um die wieder Reinstallationszahlen dann auf Kante zu halten, dass das vorne und hinten nicht reicht? Das ist doch jetzt wirklich nichts Kompliziertes, diese einfache Aussage. Warum ist das so schwer bei dem Ziel, das uns mittlerweile ja durchaus quer durch die Politik niemand mehr abstreitet, das zu tun, dann die Maßnahmen da weit hinter dem Ziel hin zurückzuhalten? Und jetzt aber nochmal eine kritische Stimme nochmal zur CO2-Steuer. Wenn wir uns nur auf die CO2-Steuer verlassen, was ist dann denn in 30 Jahren los, wenn wir überhaupt kein CO2 mehr emittieren? Na, dann hat die CO2-Steuer ja ihre Lenkungswirkung verloren. Und deswegen sage ich, ja, lass uns gerne eine CO2-Steuer machen, aber bitte, oder eine Abgabe, aber bitte nicht nur. Dann fällt dem Staat was anderes ein. So. Ja, also vielleicht erst die technische Antwort. Diese Zahlen stammen ja von Fraunhofer und basieren auf 50%, also auf dem Jahr 2050 100% erneuerbare. Oder ich glaube, das sind dann 90% oder 95% erneuerbare ohne Flugzeuge und irgendwie so. Oder ohne Schwerindustrie. Das heißt, wir reden tatsächlich hier von einer Substitution von allen fossilen Energien in Mobilität, Wärme und so weiter. Also wenn Sie sich die komplette Herkules-Aufgabe anschauen im Internet, dann sehen Sie da nochmal die Addition von all den anderen Dingen, die da auch dazugehören. Ja, genau. Also schauen Sie sich das ruhig mal an. Also das sind Zahlen, die folgern daraus, dass wir schon eine Verdopplung des Bedarfs haben im Jahr, also des Endenergiebedarfs, ja, im Jahr 2050, so wie Sie sagen. Dadurch hat man aber auch die Effizienzthemen noch drin. Das ist alles da berücksichtigt. Also es gibt, darum habe ich auch gesagt, es gibt andere, die sagen, wir brauchen viel mehr Solar. Und was Sie eigentlich ja sagen ist, und dann schaffen wir es noch nicht mal, das zu bekommen, obwohl Sie sagen, wir brauchen nur noch viel mehr. Ja, also das ist ja die eigentliche Aussage. Und das ist natürlich eine Politikleserei. Meine ganz klare Interpretation dazu ist, die Politik ist im Verteidigungskampf um die Bilanzen von Konzernen und um Werte unserer Gesellschaft. Wir haben ein Problem, dass unsere Deutschland AG, unser Wohlstand, auf diesen Werten beruht, die in Bilanzen stehen. Da bin ich überzeugt davon. Und wir müssen eine gesamtgesellschaftliche Lösung finden, um aus diesem Lobbyismus-Schleifchen rauszukommen und auf dieses Gesamtziel zu kommen. Sonst wird es nichts. Solange die Kohlekonzerne sagen, aber wir müssen nur noch kurz die Braunkohle da drüben einholen und die 4 Dörfer wegmachen, das braucht doch kein Mensch mehr. Wir haben ja die Technologie. Wir können Solaranlagen bauen. Das ist doch Unfug. Ja? Also ich glaube, das ist ein politisches Problem, was aus wirtschaftlichen Hintergründen dann ganz klar auch ein Verteidigungskampf ist. Also Strukturwandel, Transformation, kann man da direkt mal anschauen. So, ja, das wäre die Antwort. Ja. Aus Zeitgründen, letzte Frage, kurze Frage und auch kurze Antwort gleich. Ja, ich denke, es ist ein entscheidendes Stichwort gefallen, das sind diese partizipativen Geschäftsmodelle. Und ich denke, das ist halt in unserem Rami, wir kennen das auch vom Smart Grid Rami, die oberste Achse steht Geschäftsmodelle. Jetzt wird das leider immer falsch interpretiert, dass man jetzt Geschäftsmodelle schaffen muss, das ist auch die Aufgabe der Industrie. Aber es sind genau die Stichworte dieser partizipativen Geschäftsmodelle, die eben zu diesen Microgrids passen müssen, um eine Problemlösung. Und da haben auch bei diesen partizipativen Geschäftsmodellen, dann haben auch Startups eine Chance. Man muss also auch diese Startups teilhaben lassen an diesen partizipativen Geschäftsmodellen. Und dann kriegen wir das geregelt. Genau. Punkt. Keine Frage. Ganz? Gut, dann nehmen wir das als den Auftakt in die Schlussrunde. Wir machen eine ganz kurze Schlussrunde. Ergänzen Sie den Satz, Herr Zander, wir fangen bei Ihnen an. Die Energiewende wird in Deutschland ein Erfolg, wenn? Wenn die Politik sich dieser komplexen Aufgabe und Politiker und Entscheidungsträger inklusive Branche sich der komplexen Aufgabe stellen, nach Lösungen suchen, die für alle machbar sind, durchaus Veränderungen bringen und Veränderungen als Chance sehen und nicht als Bedrohung und dabei besonders die Digitalisierung nach vorne stellen, dann gelingt das und sonst nicht. Herr Wendt. Wenn es uns gelingt, wirklich so ein gemeinschaftliches Framing zu starten, einen gemeinschaftlichen Konsens über eine Architektur, die wir dann konsequent umsetzen können. Und dazu brauchen wir langfristiges Denken in allen Bereichen, in der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Herr Stahler, die Energiewende wird ein Erfolg, wenn?
Ich glaube, wir müssen, also das ist jetzt noch nicht mehr politisch, als Gesellschaft realisieren, dass es nicht nur eine Lösung gibt. Heute hat es immer diese Diskussionen gegeben, zentral, dezentral oder Elektromobilität, Wasserstoff. Am Ende des Tages wird es eine Mischform geben und wir müssen uns klar sein, dass es viel komplexer wird und nicht mehr so einfach ist. Wir haben die letzten 100 Jahre einfach auf Kosten der Natur gelebt und das müssen wir einfach realisieren und auch akzeptieren, dass es verschiedenste Formen an Energiebereitstellung geben wird. Dann schauen wir, Herr Hinz, ergänzen Sie den Satz. Wenn wir zwei Dinge schaffen, einmal die emotionale Ebene, die dann nachher faktisch wird, nämlich wenn es uns allen gelingt, das Mindset auf allen Ebenen zu ändern, Klammer auf, Betroffenheit, Klammer zu. Und zweitens, ich bin viel international unterwegs, wenn wir uns wieder auf die Tugenden, mit denen wir in einer anderen Phase der in Anführungszeichen historischen Digitalisierung, nämlich der Elektrifizierung groß geworden sind, wenn wir uns das beschränken, was wir wirklich noch beherrschen und eine USP haben, nämlich German Engineering. Herr Schumann. Die Energiewende wird ein Erfolg, wenn wir auf das kollektive Wissen der Gesellschaft setzen und tatsächlich auf neues Denken uns einlassen und dieses neue Denken auch tatsächlich mutig vorantreiben. Das wäre meine Vorstellung. Und Herr Mühlhaus. Wenn wir eine europäische Energiewende daraus machen, weil die Energiewende nur europäisch funktionieren kann, mit dem Handel von Energie über Grenzen, das ist immer wieder in dem Raum sehr richtig hier, und wenn wir vor allem schnell genug sind, dann wenn wir zu langsam sind, gibt es andere strukturelle Probleme, die das Problem der Energiewende bei Weitem überlagern werden. Dann sage ich hiermit ganz herzlichen Dank, meine Herren hier vorne auf der Bühne und Ihnen für die lebendige Diskussion.